Moin Freunde, heute ist Montag um 6.30 Uhr. Ich weiß, ihr seid alle schon auf dem Weg zur Arbeit. Ich habe mich auch schon rangemacht und rangeklotzt und will heute mal hier am Gardasee auf den Tremalzo. Derzeit bin ich auf der Strada de Penale, so ungefähr 200 Höhenmeter über dem Gardasee. Da hinten im Hintergrund seht ihr Riva, noch schön verschlafen, hat noch keiner Lust. Dort, wo die Sonne rüberschaut, am Monte Velo, am Monte Stivo, sieht man, dass es die Nacht so ein bisschen bewölkt war. Es hat auch gewittert, aber jetzt ist wieder alles schick. So, mit dem Gepäck ist der Kopter. Der soll heute mal aus Höhen, so um die 2000 Meter, ein paar schöne Aufnahmen machen. Das alte Zollhaus. Ich habe hier mir einen Kakao geholt. Wenn ich mich etwas aufgewärmt habe, geht es dort wieder die Straße und dann Serpentin für Serpentin hoch. Nächster Halt am Parco Elvio Celana, etwa in 1100 Höhenmetern. Und bevor es dann weitergeht, irgendwo da hoch, naja, schauen wir mal. Aber wenn ich Glück habe, kann ich nachher mal ein bisschen fliegen. Okay, und ansonsten geht es mir auch gut. Geschafft. Bin oben am Pass. Da drüben ist der Waldo. Da unten sieht man leicht den Gardasee. Da durch diese Schlippe muss ich durch. Und da ist der Tremalzo Pass oben. So, beste Wetterbedingungen. Der Haar ist an. Er ist gebunden. Jetzt gucken wir mal eine Akkuladung hier verfliegen. Tú no sabes lo que estoy sufriendo. Esto te lo tengo que decir. Cuéntame, tu despedida para mí fue dura. Cena que te llevo a la luna. Y yo no supe hacerlo así. Te estaba buscando por la calle gritando. Esto me está mal. Don't
que yo sin ti, tú sin mí. Dime quién puede ser feliz. Esto no me gusta. Esto no me gusta. Es que yo sin ti y tú sin mí. Dime quién puede ser feliz. Esto no me gusta. Esto no me gusta. Yo sin ti no aguanto más. Por eso vengo a decirte lo que siento. Estoy sufriendo en la soledad. Y aunque tu padre no aprobó esta relación, yo sigo insistiendo a pedir perdón. Lo único que importa es en tu corazón. Te estaba buscando por la calle gritando. Esto me está matando. Oh no. Te estaba buscando por las calles gritando como un loco tomando. Oh, oh. Es que yo sin ti. Sin ti y tú sin mí, dime quién pueda ser feliz. Esto no me gusta, esto no me gusta. Es que yo sin ti y tú sin mí, dime quién puede ser feliz. Esto no me gusta. Oh, yeah. Oh. Dicen que uno no sabe lo que quiere hasta que lo pierde, pero vale la pena luchar por lo que uno quiere. So Freunde, geschafft. Ich bin ja am höchsten Punkt. Hier geht's da durch den Tunnel. Dann geht's erstmal 500 Meter bergab. Und von da unten komme ich. Da war der Pass, da habe ich schön zu Mittag gegessen. Und da oben ist der Tremalzo. Das ist der höchste Punkt hier am Pass. Jetzt fahre ich durch den Tunnel. Dann baue ich einen Kopter auf und mal sehen, wenn ich Glück habe, kann ich so ein, zwei Serpentinen den Kopter nebenher fliegen lassen, dass ihr einfach mal den Blick kriegt, wie die alte Militärstraße sich hier runterschlängelt. Und da sind große LKWs lang gefahren. Also, wir sehen uns. So, jetzt sind wir angekommen an der ganzen Stelle. Wenn du jetzt hier runter guckst, hier geht es schön die Serpentinen runter. We'll be right back.
Jetzt weiter. Ich musste jetzt aufhören, weil es da drüben durch den Tunnel geht und da hätte ich kein GPS mehr. Es hat ganz gut funktioniert, aber Akkuzeiten sind einfach viel zu kurz. Aber hier, das ist doch gigantisch. Da dahinter ist der Gardasee.